Hallo, in diesem Video zeige ich Ihnen unser neues Fischer Falt Pedelec. Die Vorteile eines Faltrades liegen auf der Hand. Es lässt sich für den Transport schnell und einfach zusammenfalten, um es einfach in Bus, Bahn oder Autokofferraum zu transportieren. Schnellspanner sind Bauteile am Fahrrad, die anstelle einer Schraubverbindung verwendet werden, um Bauteile zu fixieren. Mit dem Hebel wird der Schnellspanner geklemmt und mit der Stellschraube wird die Klemmkraft reguliert. Angetrieben wird das Fischer Faltrad mit einem Barfang 36 Volt Hinterradmotor. Der Akku ist im Rahmen versteckt. Zusätzlich kommt das Elektrofaltrad mit einer Shimano 7-Gang-Kettenschaltung, V-Brakes und einer 15 Lux LED-Beleuchtung. Ihr Faltpedelec wird in einem speziellen Transportkarton angeliefert. Suchen Sie sich für den Aufbau einen geeigneten Raum und stellen den Karton mit der Unterseite auf den Boden. Öffnen Sie anschließend den Karton und entnehmen das Pedelec aus dem Karton. Entfernen Sie nun alle Transportsicherungen sowie Kabelbinden. Stellen Sie sich neben das Pedelec und fassen Sie den Sattel mit einer Hand, heben es leicht hoch und klappen den Rahmen so weit auf, bis dieser eine Linie bildet. Anschließend sichern Sie den Verschluss und arretieren diesen zusätzlich mit dem Sicherungsbolzen. Anschließend klappen Sie den Seitenständer aus, damit das Fahrrad sicher steht. Nun stellen Sie die Sattelhöhe ein, indem der Schnellspanner gelöst wird, und fixieren ihn ungefähr auf Ihre Hüfthöhe hoch und schließen anschließend den Schnellspanner. Als nächstes wird der Lenker aufgestellt und auch hier mit dem Sicherungsbolzen arretiert. Nun wird die Lenkerhöhe eingestellt, indem auch hier der Schnellspanner gelöst, der Lenker auf Ihre gewünschte Höhe gezogen und entsprechend der Sicherheitsschnellspanner wieder festgezogen wird. Als nächstes wird der Schnellspanner vom Lenker gelöst und der Lenker so gedreht, dass die Hände und die Arme eine gerade Linie bilden und verschließen danach den Schnellspanner. Zu guter Letzt werden die Pedale ausgeklappt, indem Sie diese einfach nach außen ziehen und hörbar einrasten. Zur Sicherheit sollten Sie unbedingt vorher auf die Pedale sich einmal draufstellen, damit sichergestellt wird, dass diese sich nicht wieder einklappen. Das Faltpedelec ist nun fertig montiert. Überprüfen Sie vor jeder Fahrt sicherheitshalber alle Einstellungen sowie Verschraubungen. Mit etwas Übung gelingt Ihnen das Auseinander- und Zusammenfalten binnen 1 bis 2 Minuten. Ich hoffe, dass Ihnen unser Video zum Faltpedelec gefallen hat. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß und allseits gute Fahrt.